Ah, yeyo, was geht ab? Heute ist Montag und normalerweise gibt es da immer irgendwas Lustiges auf euren Nacken, damit der Montag nicht ganz so schorrig ist. Und ehrlich gesagt, gibt es auch gleich was Lustiges, aber dazu später mehr. Jetzt erstmal Intro, bis gleich. So, check, check. Wie ihr bereits im Titel erlesen konntet, geht es heute darum, warum ist kein Video gekommen, die letzten paar Tage. So, erstmal muss ich mich dafür entschuldigen, aber pass auf, ich habe eine Erklärung, Alter. Und zwar, erstens, ich habe einen neuen PC. Was heißt einen neuen PC? Ich habe mir ein neues Gehäuse gekauft und ich hatte, weil ich ja die ganzen Teile aus meinem alten Gehäuse in das neue bauen musste, das alles rausgepflückt. Das hat ein paar Tage gedauert, bis ich das alles wieder zusammen hatte, weil ich habe nicht nur einfach die Teile in das neue Gehäuse gebaut, das wäre ja eine Sache von 2 Stunden gewesen, so, aber ich habe auch alle Kabel gesleeved und ein paar Spielereien gemacht, weil ich da einfach Bock drauf hatte. Dazu gibt es auf jeden Fall gleich einen Porn. Des Weiteren war ich das letzte Wochenende mit den Jungs in Renesse. Pfingsten, Renesse, ich weiß nicht, der ein oder andere von euch kennt es vielleicht. Das kann man sich ungefähr so vorstellen wie Mallorca in der Hochsaison auf einem Zeltplatz, aber schlimmer und asozialer und schlimmer und asozialer. Auf jeden Fall war das extrem heftig, Alter. Und dazu habe ich auf jeden Fall auch einen kleinen lustigen Clip dort gefilmt. Auf dem kann man auf jeden Fall die ungefähren Ausmaße der Zerstörung erkennen. Ich stell vor, die Dose geht hoch. Ja, so, der Typ, aka die Legende, der springt halt einfach von einem Stromkasten in den brennenden Tisch rein, so. Das war übrigens zweimal, dass der das gemacht hat. Der erste Mal hat der Tisch nicht gebrannt. Dann wollte der sich ein bisschen übertrumpfen und dann hat er mit dem Körper in den brennenden Tisch reingemacht. Ich persönlich fand's gut, weil ich ja nicht gesprungen bin, aber war lustig auf jeden Fall. So, das war auf jeden Fall die Sache, so. Und dadurch, dass ich dann das Wochenende halt in Renesse war und auch einiges an Jägermeister und Cola getankt hatte, war ich dann 1, 2 Tage ziemlich außer Gefecht gesetzt und musste mich erstmal beruhigen. Beziehungsweise mein Körper hat sich nach Ruhe gesehnt. Ihr wisst Bescheid, was ich damit meine. Ich sag mal so, es war auf jeden Fall nicht allzu entspannend an diesem Ort. Und Bruder, mir ist so heiß. Ich habe einfach 650 Grad hier in diesem Scheißzimmer, Alter. Ich bin im Schwitzen wie ein Schwein, Junge. Bah, gleich mal nochmal duschen. So, und wie gesagt, der PC ist auf jeden Fall am Start. Ich habe mir ein neues Gehäuse gekauft. Das ist ein Corsair Carbide 275R in Weiß mit Tempered Glas Sichtfenster, genau, und habe ich zu einem guten Preis gekriegt. Und da musste ich einfach zuschlagen, weil ich hatte keinen Bock mehr auf meine alte Riesenkiste, die schwarze Riesenmoped da von Thermaltake, weil so, das ging mir einfach auf den Sack. Erstmal, weil das Ding viel zu groß war. So viel Platz brauchte ich gar nicht. Und ich wollte unbedingt ein Glas Sichtfenster haben, so. Und jetzt gibt's den Hardware-Porn. Ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Sieht auf jeden Fall brutal geil aus, meiner Meinung nach. Die ganz Aktiven von euch, die sind auf jeden Fall auch bei Instagram am Start und haben das da schon gesehen und kommentiert. Habe ich mich auf jeden Fall gefreut. Für euch erstmal hier. Bam. Für alle Leute, die mir noch nicht bei Instagram folgen, können das gerne jetzt machen. Bam. Steht unten. Ihr wisst Bescheid. Hier ist der Hardware-Porn. Habt ihr jetzt gesehen, war auf jeden Fall relativ viel Arbeit. Wie gesagt, alle Kabel sind selber gesleeved. Die Wasserkühlung ist selber gesleeved. Das ganze Gerödel selber eingebaut, mit RGB gesinkt und ach, hör mir auf, Alter. Auf jeden Fall, ab jetzt geht es hier auf dem Kanal ganz normal weiter. Irgendwann die Woche kommt ein COD-Video und mal gucken. Das Abo-Special haben wir ja auch noch vor der Brust. In diesem Sinne, bis später, Boys. La vida loca, adios, motherfucker. Peace. Tschuh.